Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Grim Tales. Wir haben jetzt endlich Zement, wofür der auch immer ist. Moment. Einstellungen. So. Ich habe den Ton ein bisschen leiser gemacht, damit man mich besser hört. Ein Rasiermesser. Und wofür brauchen wir das? Ein Korkenzieher. Habe ich immer noch nicht. Hier ist nichts mehr. Außer der Engel. Das bringt bestimmt überhaupt nichts. Ja. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Warte, bevor möchte ich aber erst einmal das testen, was nicht funktioniert. Ich habe echt keine Ahnung, was ich tun soll. Das war das Bild. Dann muss ich mir Hilfe holen. Tut mir leid. Ah. Muss auch man erst hinterkommen. Ja, hinterkommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Phönix. Die Phönixpuppe sieht echt aus. Wenn ich nicht alle Nähte. Wenn sie nicht Nähte hätte. Ich muss das Geheimnis dieser Puppe lüften. Habe ich das Rasiermesser noch? Nein? Feuer. Habe ich einen Feuerstein noch? Nein. Silikon, das ist eine Tube Silikon unter Glas. Aber es ist verschlossen mit einem Riegel. Verdammt. Ein Wimmelbild. Das ist gar nicht so leicht ist. Eine Piratenflagge. Da. Ich rede echt wenig hier, ich weiß. Und ich sollte unbedingt mehr reden. Das weiß ich auch. Auch in anderen Let's Plays. Eine Ananas. Na, wo ist die denn?
Brezel, warte, Brezel hatte ich gesehen. Da. Das ist die Ananas. So, jetzt nur noch eine Nadel und ein Schloss. Das ist die Nadel. Und das Schloss. Da, gut gemacht. Du hast einen Schlüssel gefunden. Wofür der wohl ist? Nicht dafür. Nicht dafür. Hierfür vielleicht? Aber hier kann ich nichts machen. Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Dafür vielleicht? Ja! Eine Zange. Vielleicht ist die ja für draußen. Nee. Anscheinend aber auch nicht. Geh weg. Dafür wird sie auch nicht sein. Gott. Dafür wird sie wahrscheinlich auch nicht sein. Nee. Ich möchte nicht schon wieder nachgucken müssen. Warum muss das so kompliziert heute sein? Hier haben wir uns noch gar nicht erkundigt. Wir waren nur bisher hier. Ah. Dafür ist es also. Drei fehlen mir noch. Och nö, komm schon. Ha, verdammt. Tut mir leid. Ah. Und damit kann ich bestimmt dann. Sieht nach was anderem aus als Kohle. Das haben sich die Macher schlecht andersrum ausgesucht. Ja, gehen Flammen auf. Gut so. Was ist das? Eine Pinzette. Ein Kugelschreiber? Wofür ist denn der Stift? Hier kann ich nichts machen im Moment. Hier kann ich auch nichts machen.
Bin ich echt zu blöd im Moment? Wofür? Wofür brauche ich die Stiftmine? Kann ich damit vielleicht... Oder? Nein, das wäre ziemlich... Ja, kann ich. Dankeschön, Dankeschön. Einer fehlt noch. Was habe ich jetzt? Silikon. Kommst du her? Ja, und jetzt? In die Wanne kann ich das Silikon für die Statue herstellen. Ich musste etwas Silikon finden. Habe ich. Habe ich. Ja. Kann ich nicht verwenden. Ja. Langsam doch weiter und das ohne Hilfe. Ja, jetzt? Was jetzt? Ich sollte zuerst den Timer einstellen. Gut. Habe ich. Ja. Jetzt habe ich zwei Statuen. Und ich weiß auch, was ich damit tun muss. Nein, falsch. Ich bin falsch gegangen, ja. Hier muss ich hin. Eins, zwei. Und jetzt? Lasse den Prinzen, die Prinzessin und den König mit zwei Körben herunter. Der Unterschied zwischen den zwei Körben darf nie größer sein als 15 IBS. Okay. Na komm schon. Wieso funktioniert das denn nicht? Ja, oder?
Jo, ein Rätsel mal so gelöst. Das war mein Computer. Der will ein Software-Update, das er nicht kriegt. Oh, so. Wir haben ein bisschen überzogen mit dem Rätsel. Okay, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.